So, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWF No Mercy Kapitel 6. Wir haben schon ein bisschen angefangen mit Kapitel 6. Wir sind ja beim letzten Mal stehen geblieben nach unserem Hardcore-Match, nach unserer Verteidigung von unserem Hardcore-Titel. Mit Kevin Steen sind wir ja dabei und ist ein bisschen her, seitdem ich aufgenommen habe, da ich ja am Ende der letzten Episode ein paar Probleme hatte, beziehungsweise durch das Let's Play durch. Und die sollten jetzt alle weg sein, hoffentlich. Denn neue Emulator-Version und neues Grafik-Plugin und alles und... Jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr, woran es liegen könnte. An der ROM kann es nicht liegen. Und sonst weiß ich auch nicht mehr. So, also gleich trifft nochmal die APA auf uns, die Acolytes Protection Agency. Haut das hin? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und wir machen einfach mal auf Continuum. Muss ich nochmal eben das Match machen von Kapitel 5. In meinem Fall, oder in diesem Fall war es jetzt Viscera. Big Daddy V. Steen defended the title and quickly left the ringside. Es ist übrigens gerade Freitag, also ein Tag bevor die Ausgabe hier rauskommt. So, Steen defended the title and quickly left the ringside. Steen then ran into the parking lot and hit. He's not thinking about what to do next. Wir stecken uns also und denken darüber nach, was wir als nächstes tun. Und jetzt kommt die APA. Suddenly Bradshaw and Farouk enter the parking lot. Kommen wir also zum Parkplatz jetzt. Sprechen mit uns. What the hell do you want? I'll beat both of you up. Aha, was wollt ihr? Ich werde euch beide verprügeln, ja, ja. Easy, easy, we came here to make sure that you are safe. Ja? Yeah? What, you guys wanna help me? Helfen, huh? Of course, being that we are the two baddest men around, we understand what you are going through. We came here to protect you. But everything has a price. You give us $1,000 and we will take care of your problem? Question mark? Hm, und jetzt können wir uns aussuchen, wollen wir verhüten? Nein. In diesem Fall ist eine Verhütung angebracht? Ich denke schon. Komm. Ich möchte nicht schon wieder Handicap-Matches bestreiten. Ja, bitte. Weg mit den $1,000. Brauche ich ja eh nie. Oh, so gibt's den Cheatcodes, ne? You got a deal! We are two men out of... Nee, we are men of our words. Sind Männer ihre Worte. Halten ihr Versprechen also. Das war's also mit Kapitel 6. Wie viele Kapitel gab es insgesamt? 8, glaube ich, ne? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Safe? Hätte ich wahrscheinlich denied, also hätte ich das Ganze verneint, hätte ich wahrscheinlich ein Handicap-Match bestreiten müssen oder so. Ein Glück, ein Glück. Bin mir auch nicht sicher. Free from anxiety. Also frei von Angst. From anxiety. A day later, Steen was going to the arena and was walking through the hall. Steen did not know that Saturn was waiting for him. Perry? Perry? Wait. Your belt is on the line 24/7. I'm going to kick the tar out of you. Wir uns also verprügeln, wir jetzt einen Titel haben. Hey, hold on a second. Mal kurz warten hier, was soll das? On APA. Zur Stelle. You should face me first. Steen, this is my job. Go to your locker room. While Farouk is taking care of Saturn, Steen enters the locker room and finds Vince Wade with the waiting. Good work. Gute Arbeit, sagt er. You really seem to be getting over with the fans. Oh. I think it might be time to see if you can hold your own in the ring at our next pay-per-view. But you must do well on your next match. Okay, müssen wir jetzt ein Match bestreiten und wenn wir das gut machen, dann kommen wir zum nächsten Pay-per-view. Oh. Müssen gewinnen. Und jetzt weiß ich eigentlich, man spricht es im Prinzip wie, ja, als würde man es im Deutschen vorlesen. Hat mir irgendeiner bei den Comments geschrieben, vielen Dank dafür. Esther Rios, ne? Ich hatte es eigentlich auch nochmal nachgeguckt, aber ich und meine Vergesslichkeit. Kevin Steen vs. Esther Rios. Rios. So, mal sehen, ob ich klarkomme. Wie gesagt, eine Weile nicht mehr gespielt. Und wir haben jetzt bloß einen Versuch Zeit, um das Ding hier zu gewinnen. Aber sollte machbar sein, wie ich sagen würde. So. Die Schatten sind jetzt, glaube ich, nicht mehr so schön. Oder waren die vorher auch so kacke? Bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ein anderes Grafik-Plugin. Dafür funktioniert das jetzt alles. Und ich brauchte nicht die Texturen neu umbenennen. Oder nicht neu benennen, so. Das ist immer so ein Problem, wenn man andere Grafik-Plugins benutzt hier beim Project 64 Emulator. Ich glaube aber, ich habe den Ton zu laut eingestellt. Ja, machen wir eben auf 15 gerade. Vielleicht hätte ich es auf 10. Ich bin mir nicht mehr sicher. Sowas sollte ich mir aufschreiben in Zukunft. So, Essa. Nenn die einfach Essa. Und dann mache ich da nichts falsch, hoffentlich. So, zack.
Wie gesagt, das scheint ja alles ziemlich randommäßig zu sein, wenn man von der Wahl der Gegner ausgeht. So, komm auch hier. Sag nochmal Superkick. Sollte nicht sein. Dann whippen wir dich einmal hier hin. Und einmal Strong Grapple. Ah, God damn it, Esser. God damn it, Esser. So, jetzt aber. Superplex oder sowas. Und. Oh, nein. Double Unlock Suplex. Sehr schön. Und Pop Rope. Die Grafik oder die Texturen hauen alle so ein bisschen nicht hin bei allen Charakteren. Ich weiß nicht warum. Aber damit kann ich leben. Solange das ordentlich läuft und ich keine Probleme mehr habe mit dem Anvisieren und so weiter. Sollte verständlich sein, warum. So. Boah! Krass. So, zack. Übrigens ist ja mittlerweile jemand gefunden, mit dem ich mein LPT bestreiten werde, wenn alles hinhaut mit der Technik. Von wegen Netplay und so weiter. Also Tag Team, das ist der gute Morris. Wisst ihr ja wahrscheinlich, ihr habt da für ihn gewotet. Hat gewonnen. Und dann geht es dann demnächst mit ihm weiter. Eventuell schon morgen oder übermorgen. Muss man sehen, wie lange noch diese Hardcore Championship Tour geht hier. Also ein Hardcore-Match, ne? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt ein Hardcore-Match war oder nicht. Oh Gott. Ich glaube nicht, ne? War das jetzt ein Championship-Match? Bin mir nicht sicher. Warte mal. Dann mache ich an dieser Stelle mal ein Save-State. Oh Gott, wie war denn das? F5 speichern. Oh, hoffentlich klappt das. Okay, gespeichert. Dann gucken wir mal, ob ich mir was Schönes holen kann. Oder. Ah, ne. Wird wahrscheinlich nicht so sein, oder? Wenn mit Countdown ist. Ich kann es ja mal probieren. Nö, ist ein Hardcore-Match anscheinend. Gut. Da freut mich da. Und er blutet auch noch. Ist das schön. Der arme Esser. Der arme Esser. Aber er ist kein armer Trinker. Versteht ihr? Ah, schön. Meine coolen Witze wieder. So, komm her hier. Kriegst du ab hier? Double Underhawk. Suplex wieder. Wahrscheinlich kann Kevin Steen ihn sehr gut. So, einmal nicht super. Kick rein. Nee, jetzt komme ich zu dir gelaufen. Wie? Nein. Das Match sollte ich noch irgendwie gewinnen. Würde ich mal behaupten. So, hoch mit dir. Und jetzt aber Strong Ripple. Und das ist hier Small Package einfach nur. Reicht das? Nee, kann ich euch ja nicht anbieten. Wäre ja lächerlich. Boom. Oh. Glaube es nicht. So. Den Arm ein bisschen verdrehen. Und zack, am Rücken. Jawohl. Konten. Und jetzt aber mal Strong Grapple machen. Kann ja wohl nicht angehen. Das ging nicht klappen. Weil er keine Ordnung bekommen. So, jetzt wird Zeit. Package Pile Driver. Sollten die Animation noch alle ordentlich hinhauen. So. Bei den Move-Hacks ist es normal, dass die ein bisschen komisch aussehen. Kennt ihr ja mittlerweile. Jetzt halt ein bisschen rum. Aber ganz normal. Tja, ja. Schockerscheinungen. Zack. Wenigstens liegt er gleich in einer guten Position. Wir können jetzt einen Pin zeigen. Und das wäre dann unser Sieg, oder? Liege ich da? Falsch? Nein, ich liege richtig. Und wir holen uns den Pinfall-Sieg. Au. Au. Kill Steam Kerl. Oh ja. Oh ja. Evil. Bin übrigens richtig gewesen. Oder ich lag richtig mit der Platzierung der Tattoos. Das freut mich doch sehr. Gut, was wartet auf uns als nächstes? Eventuell schon das letzte Kapitel. Dann mit dem Pay-Per-View. Warum geht die Musik nicht weiter? So, danke. Kapitel 8. Save. Continue. Und ich habe die Vermutung, dass es das letzte Kapitel ist. Match for Honor. Ein Ehrenmatch. Oh! Die Hardcore-Legende! Mick Foley! Oder Cactus Jack! Nennt ihn, wie ihr wollt. Da will er jetzt ein Match gegen uns haben. Mick Foley, der erste Hardcore-Champion gewesen. I heard that the current Hardcore-Champion is unbeatable. I want to be the first to beat him. Steen, I would really like the chance to prove myself to you and challenge you. Oh, ist wirklich ein Ehrenmatch. Steen, Steen, Steen. Ach, nimm da einfach an. So, die Q aus. Also ein ordentliches Hardcore-Match, wie es gehört. Als Finale, oder was? Ich habe 3 Versuche übrig. Danach, also 4 insgesamt. Wenn ich jetzt richtig zähle. Ich zähle aber nicht ganz durch. Ich werde mein Bestes probieren, gegen Cactus Jack zu gewinnen.
Vielleicht ist er auch so ultra hart eingestellt. Man weiß es immer nicht so genau. Aber direkt mal aus auf den Apron gesuperkickt. So, zack. Okay. So, schön rein hier. So, Fisherman. Basta. Sehr schön. Woohoo. So, Cactus. Jack. Bin ich gegriffen. Schade. So. Dann einmal dahin bitte. Sehr schön. Oh. Das war nicht so schön. So, komm, komm da, jawohl. Keinen Einfluss drauf gehabt. Power Scoop Slam. So, nochmal ein Superkick, wie es gehört. Ich liebe Superkicks, ey. Superkick Party. Ist angesagt mal wieder. Und wir müssen ja irgendwas noch. Wir müssen ja irgendwie dem Namen Super. Quatsch, dem Namen Hardcore-Match gerecht werden. Wo immer was suchen hier. Ja, also Flutschfinger. Nee, den brauche ich eigentlich nicht. Aber direkt mal auf den Flutschfinger rauf hier. Oh! Eine Dose, eine Riesendose. Warum nicht? Kann ich ihn da raufschmeißen? Bam, ein Bulldog. Jetzt habe ich vergessen, wie ich das gerade gemacht habe. Aber eigentlich gut, wenn ich das normal machen könnte, so wie eben. So war es nicht. Im German. Dann weiß ich wenigstens, wie ich den mache. So. Da bitte hin. Und jetzt den German. Bam! Auf die Tonne rauf. Und jetzt, pass auf. Jetzt der Package Pile Driver darauf. So, jetzt aber. Jetzt wirst du dein blaues Wunder erleben. Oh oh! Hardcore! Boom! Package Pile Driver auf dem Flutschfinger und auf die Tonne hier. Ich weiß, Flutschfinger ist eigentlich ein Eis, aber trotzdem. Kennt man sowas noch? Gibt es noch einen Flutschfinger? Ich weiß es nicht. Okay, was haben wir hier Schönes? Was ist denn hier? Eine große Flasche. Was haben die denn hier mit ihren Getränkebehältern in diesem Match? So, dann gucken wir mal, was hier noch so gibt. Vielleicht ein Blumenstrauß noch oder was? Ist das jetzt hier? Einfach ein Stück Holz, ne? Na, ein auf Extra Jim Duggan machen. Oh. So, zack. Einmal hier. Noch einen Back Suplex. Sehr nice. Nein, ich möchte doch. Oh, God damn it. Mir. Nein. Nein. Hier. Take this. Wäre das möglich? Was ist das denn jetzt hier? Da gibt nichts mehr anscheinend. Anscheinend. Haben wir noch was? Nö. Ich gehe zur anderen Seite. Ich gehe zur anderen Seite. Auch nichts mehr. Okay, dann machen wir das halt so zu Ende. Und warum? Ist jetzt unser Momentum schon wieder im Arsch? Nur weil wir ein bisschen auf Gegenstandsfarmjagd gegangen sind. Gegenstandsjagd, keine Ahnung, nennt ihr. Wir, nennt es wie ihr wollt. Nennt es so, wie ihr wollt. Ach, keine Ahnung. Ah, schon wieder spät hier. 10 Uhr abends. Und ich habe nicht noch mal das geschlafen, also bin ich müde, okay? Oh, fuck. Mick Foley mit Mansugiri. Man glaubt es gar nicht. Ja, komm schon. Ich möchte das Match noch irgendwie rumreißen. Das wäre voll nett von dem Guten. Ich kann ihn nicht irgendwie Logo zeigen. Den Robber hätte er gezeigt. Schön auf dem Apron, wie es gehört. Mal drücken. Mal gucken, was bei der Schlagtaste rauskommt. Taunten. Kill Steen Kill. Ne? Superkick. Super. Oh, habt ihr den gesehen? Den Forearm Smash. War das schön. So, einmal dahin. Hahaha. Und zack, Small Package. It's cover. One, two. Oh, nur der Two Count. Nur der Two Count und den Superkick. Oh, weg da. Enkellock. Oh mein Gott. Über diese Enkellock-Abfänge. Finde ich cool. Probieren wir. Bam, den hier. Hat er aber genau im richtigen Moment gedrückt, wa? Glaubt man gar nicht. So, European Uppercut, Taunton. So. Jawohl. Und jetzt einmal hier. Northern Light Suplex. Ich habe ihn noch nicht einsetzt. Ich will das schön mit dem Package Pile Driver beenden. Wie sich das gehört. So. Top Rope Moonsault. Boom! Jawohl. Und Kevin Steen kann Moonsault zeigen. Unterschätzt ihn da mal nicht. Oh ja. Nein, ich will auch kein verkacktes Small Package mehr zeigen.
Probieren wir gleich nochmal. So, was machen wir, wenn ich das hier drücke? Und Backbreaker. Schön, 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 schön. Ah, fuck, ich dachte, ich bin weit genug weg. Ich dachte, da bin ich safe. Jetzt schickt er uns wieder raus. Cactus Jack, Cactus Jack. Well, das war mit der Perspektive aber falsch gewesen. Muss ja in einem Grafikplugin liegen. Vielleicht gibt es ja noch bessere Einstellungen. Muss ich mal gucken, bis zum nächsten Mal. So. Hätte ich da jetzt Cannonball machen können? Ich glaube nicht. Setzt der schon wieder in. Oder hat der schon wieder die Oberhand in Sachen Momentum? Gibt ja wohl nicht. Schon wieder verkackt ist Small Package. Will ich ihm erstmal Package zeigen, ey? Ich lerne es nicht. So. Komm her. Schön. Arm verdrehen. Ah, das geht nicht gut aus, doch. Das ging doch noch gut aus. Das Match machen wir noch zu Ende. Ja, oh, Mann! Cactus Jack. The fuck is wrong? The fuck is wrong? So, du sollst jetzt bitte wieder da rein. Ist das zu viel verlangt? So, erstmal ein paar kleine Rapids. Nein, fuck, nein, Double Underhook, DDT, nein! Ja, der hier als normalen Move. Und der jetzt Finisher. Nein. Oh, ein Glück. Fuck! Doch nicht so gut gehabt. Nein, 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 nein. Steen! Raus! Nein! Oh Gott! Dammit! Und jetzt auch die Mandible Claw ist im Rope Break! Haben uns verstanden! Wir gehen ja wohl noch nicht auf. Dieser verkackten Submission. Ey, mach keinen Mist. Boah, ein Glück. Ein Glück. Will ich noch hinkriegen. Aha. Aha. Ah. Erstmal fühlen wir uns so angeschlagen, oder wie sieht das aus? Ich hätte das Ding schon dreimal gewinnen können. Hm, Konter. Nein. 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 Atomic Drop. Hat der schon wieder gleich Finisher? Ich glaube nicht. So, jetzt ganz ruhig. Ganz ruhig. Greifen. Uppercut. Taunten. Okay, geht langsam voran. Super Kick Party. Fuck, schon wieder? Ist immer so anfällig für verkackte Ankle Lock Konter. Schön langsam hochkommen. Fuck. Uncool. Jahaha. Was davon? Wieder. Super Kick, Mann. Wir lernen es einfach nicht. Ich lerne es einfach nicht. Aber wie gesagt, hat er sein Finisher verloren. Immerhin etwas. So, dann probiere ich ihn einfach mal rauszuschmeißen. Aus mit dir. Und Taunton. Ein bisschen wenigstens. So. Nein. So. Schön runter hier. Down with ya. Nein, 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 nein. So. Swinging Neckbreaker. Okay, jetzt wird aber Zeit, Mick Foley. Jetzt wird aber Zeit. Cactus Jack. Der Tornmaster wieder am Start. Wir sind sichtlich angeschlagen. Der Superkick ging auch nicht durch. So, dann einmal bitte in die Ecke. Wäre das möglich? Lang genug. So. Zack, komm bitte in den Ring. Ich gehe aufs Top Rope. Zeigt dann Moonsault. Bam! Und was für ein Moonsault. Und jetzt ist vorbei. Jetzt vorbei. Haben wir doch nochmal ein spannendes Match mit Kevin Steen hier abgeliefert. Merkt, gegen Cactus Jack. So. Package Pile Driver zum Ende ins Cover. 1, 2, 3. Und wir sind immer noch Hardcore Champion. And still your WWF Hardcore Champion. Mr. Wrestling, Kevin Steen. Ach, schön. Ich freue mich. Ich freue mich. Schön. Wir gucken uns nochmal den Package-Pile-Driver hier an zum Schluss. Boom. Richtig schön auf die Mütze. Hehe. Monument. Man, my monument. 1, 2, 3, 4, 5. Ich für einen kurzen Moment vergessen, dass ich aufnehme. Next. Durch, ne?
hat auch nur 8 Kapitel. Oder waren es 10? Nee, okay. Here is the new Hardcore Champion. Gar nicht. Steen, please welcome the champion. Congratulations, Steen. Thank you for playing, but that was just the beginning. Good luck. Dun 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 na 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 na. I ain't your friend, but you're not mine. I ain't your friend and you're not mine. This difference helps me cross the line every time I'm conflicted. I'm unaffected by my actions. Suffering is the result of the game. Ah, schön. The entrance theme von Kevin Steen. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Und somit haben wir alle Championship Touren fertig, bis auf die Tag Team Championship Tour. Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich euch da morgen schon ein Part liefern kann. Weil wenn ihr das hier seht, nehme ich eventuell gerade auf mit Morris. Und muss ich sehen, ne? Gut, bis dann. Ich wünsche euch erstmal einen angenehmen Resttag oder so. Daumen hoch wäre cool, wenn euch die Episode gefallen hat. Mal eine Episode ohne irgendwelche besonderen Bugs. Und bis dahin, wir sehen uns. Euer Franz sagt, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.